Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr nur mit einem Internetbrowser euch ein kostenloses Intro erstellen kann und das sogar relativ einfach und schnell. Und es sieht am Ende auch noch gut aus. Was ihr dafür braucht, ist, wie schon gesagt, nur ein Browser. Keine extra Programme, kein Cinema 4D, kein Fachwissen, kein Adobe After Effects. Diesen ganzen Kram lassen wir einfach weg. Es gibt ein Tool im Internet, welches für euch ein gutes Intro, vor allem ein modernes und zeitgemäßes Intro erstellt, nur mit ein paar Klicken. So, was ihr dafür braucht, wie eben schon gesagt, ein Browser. Ich benutze jetzt in meinem Fall Microsoft Edge. Und ihr geht auf den Link, der auch unten in der Beschreibung steht. Und so die ganz schlauen Köpfe sehen schon, oh, warte mal, die Seite habe ich schon mal irgendwie gesehen. Auf jeden Fall hier oben den Namen. Und zwar habe ich in einem anderen Video schon mal ein anderes Tool von dieser Seite vorgestellt. Aber heute stelle ich euch den Clipmaker in der Version 2 vor. Und ihr geht einfach auf den Link unten in der Beschreibung und dann kommt ihr auf so eine Seite hier. Und was dieses Tool kann, das ist echt unglaublich. Ich hätte niemals gedacht, dass ein Tool so komplexe Sachen realisieren kann und vor allem nur im Browser und so gut. Aber dieses Tool macht es eben möglich, mit ganz, ganz vielen Einstellungen und ganz vielen Sachen, die man personalisieren kann, aber auch ganz einfach Templates bearbeiten, um euch quasi diese ganze Designerarbeit abzunehmen. Und dann fangen wir auch mal direkt an. Wir haben jetzt hier diesen Workspace hier, wo wir dann unsere einzelnen Elemente haben. Also ich gehe die mal ganz kurz durch. Wir haben hier an der Seite, auf der linken Seite fangen wir mal an. Hier haben wir das Menü. Dann haben wir die Templates, die schon von dem Ersteller zur Verfügung gestellt werden, also quasi die Standard-Templates. Dann haben wir hier drüben unseren 3D-Raum, also quasi unsere Arbeitsfläche, wo wir unseren 3D-Text sehen können. Und ihr seht jetzt schon, es wird ein 3D-Intro und hier kann man eben quasi den Raum auch anschauen, rein und rauszoomen. Alles funktioniert hier wunderbar, wie in einer richtigen Animationssoftware. Hier unten haben wir unsere Timeline mit Play-Button, mit einem Kamera-Icon, wo wir in diese Kamera gehen. Die wird ja hier momentan durch diesen orangen Rahmen visualisiert. Dann haben wir hier noch ein Fast-Forward, ein Button, der in Slow-Motion quasi die Hälfte der Geschwindigkeit abspielt. Und haben wir hier am Ende noch einen Button, um die Audio-Waveform, also quasi die Wellenanzeige, was? Also quasi, dass ihr die Lautstärke in so einer Anzeige eben habt. Ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, das war's eigentlich schon. Ups, natürlich will ich auf der Seite bleiben. Und das war's eigentlich schon von dem ganzen Aufbau. Und was ihr jetzt für euch wissen müsst, ihr könnt natürlich hier einmal alles durchgehen und euch alles angucken. Aber ich zeige euch das heute anhand eines Beispiels und zwar an einem Template, was ihr sehr wahrscheinlich auch machen werdet. Und zwar haben wir hier schon ein paar Standard-Templates. Wenn ich jetzt einfach mal auf das Minecraft-Template hier drauf klicke und dann das lade, das dauert einen Moment, es kommt immer drauf an, wie das bei euch gerade so ist, dann sehen wir schon, hier ist die Minecraft-Welt jetzt reingeladen. Also das ist verdammt cool, das muss ich schon sagen. Und wenn wir zum Beispiel sehen wollen, wie das funktioniert, können wir hier unten auf Play drücken. Und ihr hört schon direkt, da kommt auch eine Musik. Aber wir sehen, wieso haben wir so eine dumme Kameraansicht? Das habe ich euch eben ja schon gesagt. Ihr könnt hier in die Kamera quasi rein switchen, indem ihr hier auf Toggle, Render Preview geht. Dann seid ihr quasi in der Kamera drin. Und wenn wir jetzt nochmal von Anfang an abspielen, sehen wir schon, wir sind in der Kamera quasi drin. Und hier können wir uns frei bewegen, ohne dass wir die Kamera irgendwie verstellen. Dafür müsst ihr einfach hier auf dieses Auge drücken. So, jetzt haben wir hier dieses Minecraft-Ding und wir sehen schon, das kann man alles auf Musik auch synchronisieren. Und ich hole uns aber mal ein etwas moderneres. Also das ist ja auch schon ganz cool. Das könnt ihr auch anpassen alles. Das zeige ich euch aber mal mit einem anderen Beispiel. Weil wenn wir hier ganz weit runter scrollen, dann sehen wir Community-Templates. Wenn wir da draufklicken, kommen wir auf diese Seite hier. Und hier sind so viele Templates. Das ist echt unglaublich und vor allem richtig gute sogar. Und hier sind zum Beispiel die bekanntesten. Wenn wir hier auf Show More gehen, dann können wir zum Beispiel hier unten Your Name, also das hier auswählen. Das sieht ja relativ modern aus. Hier draufklicken und Open in Clipmaker. Und dann öffnet er quasi dieses Intro hier. Und das dauert wieder einen Moment, weil es geladen wird. Aber dann haben wir das hier. Und wenn wir das jetzt mal abspielen, wir gehen mal in die Kamera rein und spielen das mal ab.
Ja, so, da haben wir hier dieses Intro beziehungsweise mit dieser Musik hier. Und wir sehen schon, wie komplex das aussieht. Und man kann sich gar nicht so überlegen, dass das hier in dem Browser stattfindet. Hier haben wir auch so Effekte am Ende. Und zack, und ich kann noch mal ein anderes laden. Gucken wir uns einfach mal noch weitere an. Zum Beispiel mit dem hier. Machen wir auch mal Open in ClipMaker, ganz easy. Gucken wir uns das jetzt einfach noch mal kurz an. Und die Musik ist direkt dabei. Wir gehen hier wieder in die Kamera an. So, da haben wir auch sowas. Also auf jeden Fall, ihr seht schon, wie episch das ist quasi, dieses Tool. Und jetzt suchen wir uns noch kurz ein anderes aus. Oder wir bleiben bei dem hier oder gucken noch einmal ganz kurz durch. Was haben wir denn hier noch so? Nehmen wir das blaue mal hier. Hoffentlich ist das ein anderes als das von eben. Das können wir auch noch mal ganz kurz angucken, aber dann zeige ich euch jetzt einfach an dem blauen hier. Ja, so ähnlich. Ihr könnt das alles anpassen. Dann gehen wir doch mal hier zu dem pinken, weil pink gefällt mir einfach besser. Okay, so. Und wir können uns jetzt hier in dem Raum ganz frei bewegen. Wir sehen diese ganzen Partikel und auch den Text. Und da ja, kommt jetzt quasi das Bearbeiten rein, weil hier soll ja natürlich euer Name statt Your Name stehen. Und dafür gehen wir hier in das Menü. Wir können das hier ausfahren oder auch einfach lassen. Dann gehen wir erstmal in die Basic-Einstellung. Dann können wir die Auflösung einstellen. In meinem Fall jetzt erstmal Full HD. Aber das Ding ist natürlich auch 4K-tauglich. Natürlich muss so ein geiles Tool auch übertreiben. Nein, wir können hier das in 4K rendern und auch in 60 FPS. Wir lassen das jetzt erstmal bei 30 und in 1080p. Die Länge in Sekunden können wir hier ändern. Wir haben jetzt hier genau 11 Sekunden bei dem Template, also müssen wir hier nicht viel machen. Dann geht's weiter. Hier ist quasi ja, die Szene, wie das Licht sein soll. Also hier kann man unterschiedliche ja, vorgefertigte Sachen aussuchen. Zum Beispiel hatten wir jetzt hier Darkness und jetzt habe ich die Einstellung vergessen, war glaube ich 0,8 oder so. Es gibt aber auch Sunlight und so weiter. Das ist vielleicht für euch erstmal gar nicht interessant zum Ändern des Textes, aber wenn ihr ein Intro erstellt, könnt ihr hiermit quasi Umgebungslichter schon mal einstellen. Dann haben wir als nächstes die Elemente oder die, ja, Object steht hier. Und hier ist quasi das Wichtige für euch. Wir haben hier die Partikel im Hintergrund, da könnt ihr die Farbe ändern. Dann haben wir hier den Text und quasi das Licht. Also für euch wirklich nur interessant ist quasi der Text, also Your und Name. Und die Partikel, die sind im Hintergrund. Hier können wir den Verlauf auch ändern. Wir haben jetzt hier einen, ja, so einen lila oder pink-weiß Verlauf. Und hier bei Your Name können wir einfach hier in den 3D-Texteinstellungen auch alles Mögliche, die Schriftart und so weiter, alles ändern. Aber ich zeige euch heute erstmal nur, wie man da wirklich was die Templates bearbeitet, bevor wir hier in die ganzen Einzelheiten gehen. Weil das hat ja, wie ihr schon gesehen habt, relativ viel drauf. Hier kann man dann irgendwas reinschreiben. Zum Beispiel, hallo, weiß nicht, Robocop oder so. Ne, machen wir jetzt natürlich so. Ist ja klar, Robocop. Naja, jetzt haben wir, vielleicht ist Robocop auch ein bisschen lange, machen wir nur Robo oder so ähnlich. Ja, dann machen wir Robo mit Doppel-O. Also damit es auf jeden Fall irgendwie, ja, alles klar. Dann machen wir einfach Hallo, Hallo. So, was auch immer. Hier haben wir dann, können wir den Text ändern, die Partikel. Hier, der weitere Punkt ist quasi die Effekte. Hier haben wir ja relativ viel, wenn wir hier einmal durchscrollen. Da sehen wir hier am Anfang, kommt der quasi so raus. Dann haben wir eine Color Correction, hat der draufgehauen. Radical Blur. Dann haben wir einen Fisheye-Effekt. Und ganz viel Zeugs noch. Das kann man alles hier einstellen, indem man auch hier über dieses, quasi über das Dropdown-Menü kann man sich auch noch weitere Effekte hinzufügen. Beziehungsweise den Text hat er in den Objects animiert und hier nur quasi die ganzen Visual Effects reingemacht, wie Explosion, was heißt Explosion, also diese Fisheye-Effekte und so weiter. Dann haben wir hier unten noch die Kamera, beziehungsweise auch die Kamera-Eigenschaften. Hier sehen wir auch schon die Keyframes hier unten. Wenn wir jetzt in die Kamera reingehen und gucken, was die hier macht, hier zoomt die zum Beispiel ran. Und hier ist sie ganz close, dann geht sie raus, bam, 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 bam.
Also auf jeden Fall könnt ihr hier die Kamera einstellen, beziehungsweise müsst ihr, wenn das Intro bearbeitet, überhaupt nichts ändern, wie auch bei den anderen Sachen. Nur ich gehe das jetzt einfach mal durch. Hier haben wir noch den Audio-Track, das ist auch selbsterklärend. Hier kann man eben den ja, sein Musikding quasi reinladen. Hier kann man auch ein ja, quasi Offset, das heißt, wann es, ob es später starten soll, also nicht von Anfang an, und ob es ein- und ausfaden soll. So basic Sachen. Für euch interessant ist jetzt noch der Download hier unten, weil hier kann man ja, das Video rendern und dann auch herunterladen. Wenn wir jetzt hier einfach draufklicken, und dann rendert er das Ding durch. Das dauert einen Moment, kommt immer auf euer Internet und Browser an. Aber das dauert jetzt einen Moment und dann können wir das ganz einfach runterladen und in unseren Videos benutzen. Und ihr habt ja gesehen, wie viele unterschiedliche Templates es gibt und wie einfach es ist, die zu bearbeiten und was ihr für trotzdem für ein geiles Ergebnis noch am Ende daraus bekommt. Das ist wirklich unglaublich und ich habe, glaube ich, noch nie so ein Tool gesehen, das so viel macht. Also das ist echt krass. Ja, jetzt oben haben wir so provokant eine Adobe-Werbung, ne? Was ist auch besser als die Konkurrenz irgendwie ein bisschen zu bewerben? Naja, lassen wir die mal da. Und jetzt rendert er uns das hier quasi aus und dann können wir es am Ende benutzen, wie schon gesagt. Aber ihr könnt auch natürlich von ganz von vorne anfangen, also quasi eine leere Welt, wie wir es am Anfang hatten, und dann euer eigenes Intro bauen und das hier einreichen, damit andere User benutzen können oder einfach für euch benutzen und das alles gratis und ohne irgendwas zu kaufen, ohne irgendwas zu zahlen. Hier im Browser, ja, könnt ihr eure Projekte realisieren. So, jetzt ist das fast schon fertig. Jetzt habe ich hier wieder so euch einen Backfisch ans Ohr gelabert. Wollen wir jetzt nochmal diese paar Sekündchen warten. Und ihr könnt hier eben in dieser Bibliothek, sehen wir auch, hier sind unendlich viele, das ist echt krass. Ein GTA-Intro, ihr müsst euch einfach mal da durchklicken. Für euch ist bestimmt was dabei. Und mit diesen Möglichkeiten, also ich finde, das sieht manchmal aus, es ist doch krass. Da zahlen andere richtig viel Geld für. Was heißt richtig viel Geld? Also da zahlen Leute Geld für. Und ihr könnt euch das einfach hier ziehen, online, für euch selber personalisieren. Und dann zack, habt ihr das Ding. Da hatten wir noch ein Minecraft-Intro. Jetzt habe ich das aber, weiß ich gar nicht, auf welcher Seite ich war. Naja, was auch immer. Wollen wir jetzt mal gucken, ob unser Ding fertig ist. Wo sind wir denn hier? Und jetzt können wir es einfach herunterladen. Unser Download wird gestartet. Und ja, dann haben wir das. Hier unten ist es. Dann können wir es direkt mal öffnen. Mega geil ist das denn? Wir haben kein Wasserzeichen, wir haben das Ding heruntergeladen und zack, können wir das jetzt in unseren Videos benutzen. Ich würde euch einfach so empfehlen, den Adblocker für diese Seite auszuschalten, weil einfach um den Entwickler zu unterstützen, einfach hier mal die Werbung anzeigen zu lassen, weil das Ding ist einfach episch. So. Ja, mehr gibt es eigentlich da nicht dazu zu sagen. Ich wollte euch die Seite eigentlich nur vorstellen und wie man euer Template dann bearbeiten kann. Wenn ihr da noch ein richtiges Tutorial, wie man sowas aufbaut oder wie ob man da ein Intro macht, damit ihr euer eigenes Intro machen könnt. Aber ja, dann lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mir das in die Kommentare. Aber ihr habt ja hier genug, um euch irgendwas auszusuchen. Und ich muss ja sagen, vielleicht gucken wir uns noch so ein, zwei Intros an. Hier haben wir so einen Gamer. Und das ist doch einfach. Ah! Wie oft soll ich es denn noch sagen? Naja. Hier, haben wir das immer geöffnet? Ist es drin? Jo. Naja. Ja gut, das ist jetzt so ein Glitch-Ding. Hätten wir einfach mehr Action erwartet, aber ist ja auch natürlich auch ein, ja, eine andere Version quasi, die man damit machen kann oder ein anderes Projekt, das man damit realisieren kann. Und ich könnte jetzt den ganzen Tag hier noch rumklicken und irgendwas Geiles suchen. Ach, hier hatten wir das andere Minecraft-Ding. Dann wollen wir mal gucken, was hier noch so ist. Oder ob das jetzt enttäuschend ist, naja, wollen wir mal nicht hoffen. Geh mal in die Kamera. Naja, wollen wir mal gucken. So, und. Naja, also, wie ihr schon seht, man kann viel hiermit realisieren und viel ist auch einfach damit zu machen und einfach zu bearbeiten. Und auf jeden Fall ist das kostenlos. Ihr könnt das machen. Ihr kriegt das in guter Qualität. Ihr kriegt das sogar in 4K, Junge. Ah, ohne Wasserzeichen. Schnell vor allem. Wenn ihr mal was braucht, dann könnt ihr euch das holen. Und ich finde, einige können auf jeden Fall mit richtigen gekauften Intros mithalten. Und das sieht einfach verdammt cool aus. Ja, und dass das überhaupt möglich gemacht wurde. Ach, ich rede schon wieder hier. Naja, macht's gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann auch. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder um 16 Uhr, jedes Mal ein neues Video und ja, das war's und ciao.